Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück bei The Witcher 3. Ich meine The Witcher. Also gut, gehen wir auf den Marktplatz? Die Escolab-Schlange. Ich würde den Narren gern treffen, der Häutung mit Heilkunst in Verbindung gebracht hat. Gut. Ach, verflucht seien sie alle. Okay. Gut. Werbung. Was für Werbung? Okay. Juwelier Schuttenbach. Jeder Ring ist einzigartig. Okay. Gut, Stadtwache, Nordtor. Ich wusste, dass wir einen Hexer brauchen, um die Bestie in den Kloaken zu beseitigen. Aber den Schlechter von Blaviken? Wo liegt das Problem? Ich weiß, wer ihr seid. Die Stadtwache behält euch im Auge. Ich will nichts davon hören, dass in dieser Stadt Menschen ermordet werden. Ihr wäret sicher nicht der Erste, der davon erfährt. Wie witzig. Was wollt ihr? Gibt es hier was Interessantes? Geschäfte, Tavernen und so weiter? Gibt es hier was Interessantes? Geschäfte, Tavernen. Es gibt eine Taverne, 3 Stadttore, einen Markt, ein Krankenhaus und viele dunkle Gassen, die ihr besser meidet. Okay. Was ist das für eine Taverne? Was ist das für eine Taverne? Der haarige Bär ist eine Absteige mit zwielichtiger Klientel. Trinkt lieber aus einem Pferdetrog. Okay, und erzählt mir mehr von diesen Toren. Erzählt mir von den Toren. Eines führt zum Deich, ein anderes zur Burg und das dritte zum Kaufmannsviertel. Wo finde ich sie? Das Kaufmanns- und das Burgtor könnt ihr ohne Passierschein nicht benutzen. Der König hat eine Quarantäne verhängt. Okay, und wo finde ich die Kaufleute? Wo finde ich die Kaufleute? Die sind beim Burgtor. Also genau hier. Und wer ist das hiesige Krankenhaus? Wie ist das hiesige Krankenhaus? Es stinkt nach der Pest. Dort behandeln sie die Kranken und verbrennen die Fetzen, die sie benutzen. Jeder, der uns dumm kommt, wird dort stationiert. Ich muss gehen. Wir sprechen uns noch. Ich muss gehen. Wir sprechen uns noch. Der Mickrige sollte es das nicht wert. Und die Stimme ist anders. Sucht ihr was? Ich habe Leute mit Salamanderabzeichen in der Stadt gesehen. Ich habe Leute mit Salamanderabzeichen in der Stadt gesehen. Verschwindet, Hexer. Aber... Wir dürfen nicht mehr miteinander reden. Befehl des Hauptmanns. Okay. Ich glaube langsam, der Hauptmann ist irgendwie da. Wieso hat sie mich nur so behandelt? Warum der Händler? Geschmeide und Tand, was immer ihr braucht. Was verkauft ihr denn? Schmuck, Zierrat für die Damen, Edelsteine. Okay, welchen Nutzen haben eure Waren? Ihr selbst braucht vielleicht keinen Schmuck, aber was ist mit anderen? Die sind vortreffliche Geschenke und das Dreifache des Goldes wert. Okay. So, Ränge, Schal und so weiter und so fort. Feuerstein. Die brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, da wir ja Igni-Zeichen besitzen oder beherrschen. Gut. Reisender? Es heißt, ein legendärer Hexer sei aus dem Grabe zurückgekehrt. Das ist kein gutes Omen. Doch, es ist der beste Omen, den es je gab. Kräuter, Salben, Blumen für die Damen. Seid gegrüßt. Ihr seht ein wenig blass aus. Ich besitze Medikamente, die euch auf der Stelle heilen. Meine Preise sind erschwinglich. Wo sammelt ihr eure Kräuter? Wenn ich das verraten würde, müsste ich betteln gehen und könnte mir nie einen neuen Schal leisten. Sucht euch etwas aus und lasst den Unsinn, Hübscher. Lebt wohl. Salben, Kräuter und Gewürze. Was kann ich für euch tun? Ich will etwas kaufen. Schal. Roter Schal, gelber, goldener Schal. Wir kaufen eins davon. Was gibt's? Was braucht ihr? Wo sammelt ihr? Wenn nicht. Schmuck!
Geschenke, Geschmeidung. Was gibt's? Was? Wo soll... Wenn ich das verrate. Alt und grau, aber töricht wie ehedem. Was kann ich für... Okay, die will das Teure. Gut. Ich kaufe den Tanz zurück. Hallo, meine Schöne. Was gibt's? Wo soll... Wenn ich das ver... Hier, bitteschön. Alt und grau, aber töricht wie ehedem. Sollte ich mich spuken? Was gibt's? Wo sammelt ihr eure... Wenn ich das verraten würde, müsste ich betteln gehen und könnte mir nie einen neuen Schal leisten. Sucht euch etwas aus und lasst den Unsinn, Hübscher. Moment, das ist ein Schal, oder? Alt und grau, aber töricht wie ihr. Was kann ich für euch tun? Dann probieren wir es noch mit dem Roten, aber da kriegt man an jeder Ecke. Was gibt's? Okay. Feldpflanzen, das haben wir. Unterirdischen Pflanzen. Das weiß ich nicht. Ich glaube aber schon. Dass man nicht sieht, ob man irgendetwas davon gelesen hat oder nicht. Gut. Was gibt? Ja. Wo sammelt... Wenn ich das ver... Ich gehe in den Sumpf und sammle meine Kräuter bei Mondenschein. Doch man muss wachsam sein. Überall lauern Gefahren. Wenn ich nicht vorsichtig wäre, wäre ich längst nicht mehr am Leben. Seid euch da nicht so sicher. Greift nach dem falschen Kraut. Und ehe ihr euch verseht, ist das Gift in euch. Ihr habt plötzlich Schaum vor dem Mund. Und der Sumpf fordert ein weiteres Opfer. Ihr müsst mir keine Angst einflößen. Ich will euch keine Konkurrenz machen. Danke für die Wegbeschreibung. Okay. Ah, Haus zu... Tür zu Shannys Haus. Das ist ja schön. Okay, Anschlag. Suche fähigen und aufgeschlossenen Schwertkämpfer. Ich vergeude meine Zeit. Kalkstein, Meister der Alchemie. Okay. Bauerhändler. Braucht ihr etwas? Wo habt ihr die Milch aufgetrieben? Es herrschte Quarantäne und ich habe keine Kuh gesehen. Also keine Kühe. Wo habt ihr die Milch aufgetrieben? Es herrscht Quarantäne und ich habe keine Kühe gesehen. Ich habe auf dem Land gelebt und habe so meine Quellen. Okay. Gut. Bei ihm können wir Kuhmilch generiert ausdauern. Brauchen wir aber im Moment nicht. Wir verkaufen einfach alles, was eigentlich Nahrung ist, denn... Ja, was soll ich sagen? Süßigkeiten... Honigwaben. Moment, braucht. Moment, aber was? Das ist zwar schön und gut, aber wir brauchen Platz. Leider, wir haben hier keine Plätze, die uns das ganze Zeug trägt. Belegtes Brot mit Huhn und Zuckerpuppe. Okay. Diesen Namen kenne ich für etwas anderes. Gut. Was für ein Tag. Okay, Kräuterkundler, Spieler. Wow. Ja, aber sonst. Ich sehe hier keinen Spieler. Wer ist das denn? Nicholt. Reisner. Okay. Das Verbrechen nimmt Überhand. Es und die Stadtwache hat den Weibern hinterher. Wie Raupeneck sagt, nur ein toter Elf ist ein guter Elf. Die Anderlinge sind alle gleich. Die Elfen sind am schlimmsten. Ich hasse diese Taugenichts. Seit denn? Meine Tochter... Ach, trinken wir einen. Was sollte ich gleich wieder tun? Rassismus. Immer wieder überall Rassismus. Herold.
An den Galgen mit den Eichhörnchen! Erzählt mir mehr. Jeder, der diese Hurensöhne unterstützt oder anderweitig Verrat am Königreich begeht, soll dem Henker übergeben werden, auf dass er sein Leben am Galgen beende. Sonst noch was? An den... Erzählt... Jeder, der diese... Okay. Antiqua, wie geht's? Was wollt ihr? Ich suche ein Buch über den Turm im Sumpf. Ich suche ein Buch über den Turm im Sumpf. Ein Kapitel in Alvaros, die geheimen Pforten, handelt von magischen Türmen. Und dieser spezielle Turm? Ja, ich glaube, dessen Geschichte kommt auch darin vor. In dem Fall nehme ich es. Leider habe ich es nicht. Ich versuche schon seit Jahren, diesen Band von Golan Vivaldi zu erstehen, aber er ist ein sturer Zwerg. Versucht ihr es doch mal. Vielleicht verkauft er ihn an euch. Wisst ihr noch etwas? Mir fiel gerade noch ein anderes Buch über den Turm ein. Ich bin ganz Ohr. Eins auf Au. Ein alchemistisches Traktat der Gnome. Schwer zu finden, aber ein gewisser Eremit, der im Sumpf lebt, könnte etwas darüber wissen. Danke für den Rat. Bücher, Schriftrollen, Pergamente. Okay. Was wollt ihr? Weise Zwerge sind eine seltene Gattung. Weise Zwerge sind eine seltene Gattung. Ich sehe selten Hexer, dennoch gaffe ich sie nicht an. Wollt ihr meine Waren sehen? Ja, gerne. Drachentraum. Die Alchemie-Serie Canyons. Ein anderes Mal. Mal junge Werbung. Ich vergeude meine Zeit. Ja, schon. Was ist das? Ach, ich habe Werbung. Die Kraft nicht. Die Vivaldi und Söhne Geheim Gemeinschaftsbank. Bei uns ist euer Geld sicher. Das spiele ich nicht. Gut. Was ist denn das? Also, was haben wir sonst noch? Aha. Antiqua, sonst. Krankenhausgarten. Der Gärtner wollte doch etwas haben. Ich bin müde. Und was ist das? Da ist er. Wie ein Pech. Oh, Gärtner. Seht nur, wie sie wachsen. Ich bin wegen der Anzeige hier. Ich bin wegen der Anzeige hier. Ihr seht wie ein Krieger aus. Könntet ihr Ichinopse für mich töten? Gewiss doch. Bringt mir ihren Wurzelstock als Beweis. Okay, und was macht die Junge? Oh, ihr seid unheimlich. Danke, das hört man gerne. Seht ne. Okay, erzählt mir von eurem Leben als Söldner? Fürchtet ihr die Pest nicht? Fürchtet ihr die Pest nicht? Mein Garten spendet Freude. Wenn Melitele beschließt, dass meine Zeit gekommen ist, werde ich glücklich gehen. Okay, erzählt mir von eurem Leben als Söldner. Woher auch immer er das weiß. Erzählt mir von eurem Leben als Söldner. Bringt mir einen Happen zu essen, dann reden wir. Scheiße. Ausgerechnet, das habe ich gerade verkauft. Ich lehne ab. Okay, erzählt mir eure Waren. Aha, aha, aha. Gut, alles schöne Blumen. Was ist das? Unbekannte Kräuter. Was ist denn das? Unbekannte Kräuter? Oh. Hier werden die Leichen verbrannt. Segnet mich mit Geduld. Okay. Dann fehlt nur noch dieser Bereich hier. Dann haben wir die ganze Stadt erkundet. Haus des Helatalas. Stadtkerker, Vinzenz Post, Stadtbewohnerin. Sie scheint hier verdächtig zu sein und sie lacht. Okay, sie sagt nichts. Gut, dann gehen wir zu Thala. Den man auch in The Witcher 3 wiederfinden kann. Aber wir speichern.
zum Teufel damit. Und seine Aussprache scheint immer noch die gleiche zu sein. Hallo, Tala. Ich bin Hehler. Ich kaufe und verkaufe. Womit handelt ihr denn so? Mit allem, was sich lohnt. Also, was darf's sein? Wollt ihr Wertsachen umverteilen? Okay. Und das sieht wirklich so aus wie in den in The Witcher 3. Die Wachen haben ein Hexerschwert bei euch gefunden. Die Wachen haben ein Hexerschwert bei euch gefunden. Erstens heißt das die schwanzlutschenden Wachen. Zweitens, was geht euch das an? Ein anderer Hexer, Berengar, hat euch aufgesucht. Es war nicht sein verdammtes Fleischermesser. Woher wisst ihr das? Ich hab den anderen Plunder eures Freundes noch. Das Schwert habe ich woanders her. Anderen Plunder? Genau, das bedeutet alles, nur kein Schwert, klar? So wie seine vollgepissten Unterhosen zum Beispiel. Also, woher habt ihr das Schwert? Also, woher habt ihr das Schwert? Was springt für mich raus? Ich steche euch nicht ab. Faires Angebot. Ich hab seinem Mann in der Taverne zum haarigen Bären abgekauft. Wärt ihr bitte so höflich, ihn zu beschreiben? Nicht nötig. Er ist der berühmteste Würfelspieler hier. Ein echter Magier. Und wie kommt ihr an Berengars Eigentum? Ihr lasst nicht locker, hä? Von einem Zwischenhändler. Wo finde ich ihn? Ihr versteht mich nicht. Ich bin nicht an Zwischenhändler interessiert. Ich brauche Informationen über Berengar. Ihr versteht mich nicht. Ich bin nicht an Zwischenhändlern interessiert. Ich brauche Informationen über Berengar. Dann fragt verdammt nochmal nicht mich. Euer kleiner Hexe hat für Kalkstein gearbeitet. Diese Information bekommt ihr umsonst. Für alles andere müsst ihr das Übliche zahlen. Und was wäre das Übliche? Wie kommt ihr an... Ihr lasst nicht laut... Wo findet... Im haarigen Bären. Ich glaube kaum, dass er mit euch reden wird. Der Mann heißt Coleman. Ah. Habt ihr von den Salamandra gehört? Pisse gurgelnde Reptilien, hab von denen gehört, aber ich hab keinen blassen Schimmer, was die wollen. Amphibien. Was? Salamander sind Amphibien. In welcher Beziehung steht ihr zu ihnen? Ich hab keine Ahnung. Wir werden sehen. Macht ihr Geschäfte mit den Salamandra? Seid ihr von eurem verfickten Pferd gefallen? Wie kommt ihr an Berengars Besitz? Scheiße, ich bin Hehler! Soll ich euch das mal aufmalen? Glaubt ihr, ich frag jeden Dieb, wen er für seine Waren flachgelegt hat? Lasst mich euch mal ein Bild malen. Eine gewisse Organisation, nämlich die Salamandra, hat was gegen Hexer. Ein Hexer, nämlich Berengar, verschwindet. Und alles, was er besaß, landet in den Händen eines Hehlers. Und wer ist dieser Hehler? Ihr. Kommt da was in eurem kleinen Kopf an? Ich scheiß auf Bilder. Und der Name Berengar sagt mir rein gar nichts. Meine Lieferanten wissen vielleicht mehr. Außerdem würde ich in diesem Geschäft nicht lange überleben, wenn ich heiße Ware verkaufte, bei deren Beschaffung ich die Hand im Spiel hatte. Okay, das klingt glaubwürdig. Ohne Beweis keine Schuldzuweisung. Nehmen wir also vorerst an, dass ihr es nicht seid. Na also, ein echter Meisterspion. Bei den Eiern meines Köters, ihr seid ein analytisches Genie. Wenn ihr etwas rausfindet und mehr Informationen braucht, kommt rüber. Dann reden wir. Gerne. Gedächtnis einer Klinge. Verdächtiger Taler. Also, was darf's sein? Wollt ihr Wertsachen umverteilen? Ja, ganz. Erzählt mir, warum die Wachen euch tolerieren. Erklärt mir... Oder das. Warum die Wachen euch tolerieren. Haha, das ist streng vertraulich.
Man muss eben wissen, wie man gut über die Runden kommt. Gut über die Runden kommt? Sowohl die Scheißwachen als auch die bekackten Diebe brauchen mich. Ich habe Abmachungen mit beiden. Und das macht mich unberührbar. Ach so. Also, was darf's sein? Wollt ihr Wertsachen umverteilen? Spielt ihr? Spielt ihr? Ich bin ein begnadeter Pokerspieler vor dem Herrn. Warum? Wollt ihr spielen? Habt ihr genügend Mumm? Findet es raus. Und wie ich das rausfinde, und zwar sofort. Nachher gleich. Zuerst einmal... Okay, das ist die Rune der Sonne. Goldene... Fiol. Aha. Forensische Medizin. Ein Lehrbuch der Anwendung medizinisches Wissen bei der Verbrechensaufklärung. Das ist gut und... 400 Tacken. Dann gönne ich mir lieber das hier... Ja, bitteschön. Und wie viel verkaufst du? Da gibt halbwegs gute Preise. Gute Besserung. Sollte mit dem Scheiß aufhören. Ja, zum halben Preis. Andere verkaufen, also kaufen mir das Zeug für ein Fünftel ab von dem, was sie verlangen. Gut, ich glaube, ich komme nur noch zu Thaler. Aber für das ist es noch zu früh. Treppen nach unten. Wow, nur dieses Behälterchen ist noch da, aber sonst... Also, lootbar, sagen wir es so. Der Rest leider nicht. Gut, dann gehen wir eigentlich unser Zeug zurückholen. Kerkertür, Anschlagtafel. Nichts. Schild, Stadtkerker. Und... Vincent Mais. Gefängniswärter Jethro. Oder wie der heißt. Von da sind wir runtergegangen. Gut, aber wir speichern zuerst. Abgeschlossen. Ihr habt die Gorgo getötet. Im Namen von König Foltest gewähre ich euch offiziell Pardon. Endlich hat diese Posse ein Ende. Nehmt eure Habseligkeiten aus der Truhe, ehe ich sie verkaufe. Und vergesst nicht die Belohnung, die auf den Kopf der Gorgo ausgesetzt wurde. Vincent ist ganz verrückt nach Trophäen. Ah, endlich kann ich mich entspannen. Ich werde inspizieren, was wir hier beschlagnahmt haben. Ausrüstung bester Qualität. Okay. Gitterstäbe. Ja, das wird schön. Was? Nein, hierhin. Das kann ich hier rüber. Verdammt. Roter Schal. Ich hätte keins kaufen müssen. Ich hätte hier genug gehabt. Okay, das zu Boden. Und dafür nehmen wir die Rune. Ich komme den Rest später abholen. Verdammt, ist das stark. Was ist stark? Das geht euch nichts an. Ich wollte doch nur... Warum wurde der Professor aus dem Gefängnis entlassen? Der hat mächtige Freunde. Lasst euch das eine Warnung sein. Erzürnt niemanden, der mächtiger ist als ihr. Ich sollte mehr wie die Stadtwache sein? Und Verbrecher freilassen, wann immer jemand mit einem Geldsäckel herumwedelt? Hey! Ihr steht nach wie vor unter Beobachtung. Außerdem hat jemand die Kaution für ihn gestellt. Völlig legal. Wer war der Wohltäter?
Keine Ahnung. Das Geld wurde von Vivaldis Zwergenbank überwiesen. Kann man nicht zurückverfolgen. Wechseln wir das Thema. Ich kriege Ärger, wenn ich mit euch darüber rede. Okay, habt ihr eine Erkältung? Habt ihr eine Erkältung? Ihr seid recht unerfahren. Erfahren genug, um zu wissen, wie man Fistech am besten einnimmt. Man schiebt die Haut zurück und reibt. Ihr seid recht unerfahren. Na, da, wo man die Haut zurückschieben kann, Jesro. Solltet ihr Fistech bei Coleman im haarigen Bären kaufen? Sag nicht, dass ich euch schicke. Okay. Ich habe eine Frage. Ich habe Fragen. Fragt! Foltest muss die Salamandra wirklich hassen, wenn er einen Preis auf den Kopf des Professors aussetzt. Unter meinen Habseligkeiten fehlt ein Päckchen. Unter meinen Habseligkeiten fehlt ein Päckchen. Seid froh, dass ihr deshalb nicht länger absitzen müsst. Wir haben es beschlagnahmt. Erwähnt es dem Hauptmann gegenüber nicht. Verdammte Diebe! Still! Ich habe Fragen. Ja. Fragt! Foltest muss die Salamandra wirklich hassen, wenn er einen Preis auf den Kopf des Professors aussetzt. Das ist kein königliches Gold. Es stammt aus privaten Mitteln. Interessant. Außerdem gibt es Belohnungen für Salamanderabzeichen, die toten Banditen abgenommen werden. Wer ist dieser Philanthrop? Ich kann's euch nicht sagen, aber der Repräsentant des edlen Spenders verbringt seine Abende in der Taverne. Dem werde ich auf den Grund gehen. Still! Okay, adieu, mein Freund. Adieu. Von ihm haben wir genug Infos gekriegt. Okay. Vincent Mais. Ihr seid frei, aber an die Quarantäne müsst ihr euch trotzdem halten. Soll heißen? Verlasst den Tempelbezirk nicht. Das kann nicht euer Ernst sein. Wir behalten euch Hexer immer im Auge. Habe ich euch nicht von gleichen Rechten für alle reden hören? Was gibt's, Hexer? Okay. Wie kommen die Salamandra-Ermittlungen voran? Ich kann beweisen, dass ich die Gorgo getötet habe. Kümmert ihr euch auch um Ungeheuer? Okay, zuerst die Gorgo. Ich kann beweisen, dass ich die Gorgo getötet habe. Beeindruckend. Das macht 400 Orens Belohnung. Wohlverdient. Okay, kümmert ihr euch auch um Ungeheuer? Kümmert ihr euch auch um Ungeheuer? Ich möchte meine Männer der Gefahr nicht unnötig aussetzen. Ich bezahle jeden, der ein Ungeheuer tötet. Welche Ungeheuer bringen die größten Belohnungen? Momentan umfasst mein Etat eine Belohnung für die Gorgo in den Kloaken und eine blutrünstige Pflanze, die im Sumpf Leute tötet. Okay, hey. Gesucht. Was gibt's? Wie kommt ihr mit den Salamandra-Ermittlungen voran? Wie kommt ihr mit den Salamandra-Ermittlungen voran? Geduld, Hexer. All das wird sich heute Abend aufklären. Kann ich euch irgendwie helfen? Haltet euch vom Lagerhaus im Elendsviertel fern. Das ist ein delikater Fall, bei dem euer Schwert nicht erforderlich ist. Noch nicht. Die Lagerhäuser. Ihr geht da doch nicht allein hin, oder? Es ist eine geheime Mission. Wie soll ich da denn hingehen? Mit einer Truppe in voller Rüstung und einem Trompeter? Immer mit der Ruhe. Ich bin kein Anfänger und habe einige Asse im Ärmel. Zweifellos. Soll heißen? Na egal. Genießt den Tag, kostet eure Freiheit aus. Und morgen serviere ich euch vielleicht Javits Eier auf einem silbernen Tablett. Und wer ist Javits? Bis dann. Zumindest sagt es mir gerade mal. Ein Stufenaufstieg. Sehr, sehr gut. Hahaha. Oh, Vincent Mais ist jetzt dort drüben. Okay. Stadtwache, Stadtwache, ich bin müde, Stadtwache. Händlerviertel. Er klang gerade vernünftig. Gut, armer Junge.
Vater ist der Gärtner. Hallo, mein Freund. Seht. Erzählt, bringt mir. So, hier, bitteschön. Du kriegst. Nee. Da. Das ist doch gut. Köstlich. Erstaunlich, wie ehrbare Arbeit den Appetit anregt. Hab Dank, Hexer. Ihr wolltet sagen, könnt ihr im Gegenzug Rosen bekommen? Nein, hier. Ihr wolltet sagen, im Krieg habe ich als Söldner unter der Holden Hildgund persönlich gedient. Ihr habt sicher gehört, was für eine Kriegerin sie war, was für eine Frau. Starke Frauen. Sie sind das Beste auf der Welt. Wohl wahr. Wir konnten es mit jedem aufnehmen. Ich habe als Mitglied des Söldnerchors der Holden Hildgund die halbe Welt gesehen. Wir waren sogar in Serikanien. Das ist sehr weit weg. Es war die Hölle. Heiß wie in einem Ofen und feucht wie in einem Dampfbad. Wir haben die Eingeborenen massakriert, während Serikanien uns massakriert hat. Dort gibt es Fliegen, die einem nachts in die Nase kriechen und ihre Eier ablegen. Dann fressen sie einem das Gehirn auf und kriechen aus den Augen raus, wenn sie zu Fliegen herangewachsen sind. Abscheulich. So sind viele von uns gestorben. Ganz zu schweigen von Krankheiten, giftigen Spinnen und Schlangen und vielen anderen Drangsalen, deren Namen ich noch nicht mal kenne. Ich sah sogar ein gestreiftes Pferd. Nach fast 8 Monaten Kampf im Dschungel mussten wir den Rückzug antreten. Man kann keinen Krieg gewinnen, wenn man den Feind nicht findet. Das war die einzige Niederlage, die die Holde Hildgund je einstecken musste. Interessante Geschichte. Danke. Seht nur, wie sie wachsen. Ja, adieu. Adieu. Ja, wirklich interessante Geschichte. Serikanien. Ich arbeite zu viel. Okay. Gut, ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.